Der Europäische Gerichtshof verurteilt Ungarn für seine Asylregeln, weil sie gegen das EU-Recht verstoßen. Beanstandet werden vor allem die rechtswidrigen Inhaftierungen von Schutzbedürftigen in Transitzonen an der Grenze zu Serbien sowie die Abschiebungen von Flüchtlingen ohne Beachtung der geltenden Rückführungsrichtlinie. Mit seinem Urteil entspricht das Gericht weitgehend einer Klage der EU-Kommission, die seit dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015 wiederholt Zweifel an der Vereinbarkeit der ungarischen Asylregeln mit EU-Recht geäußert hatte.